Ha. Buh. Yay! Rock-Tutorial auf der Uke. Die dritte. Heute wollte ich mit euch so ein bisschen das Thema Riffs beackern. Viele wissen vielleicht gar nicht, was das ist, außer dass da Korallen und Nemo gibt. Fangen wir einfach mal an. Nachher wisst ihr, was ich meine. Jetzt hatten wir zum Beispiel drei Akkorde. Drei Akkorde sind immer super. Wir nehmen mal den G-Dur-Akkord. Und weil ich weiß, dass ganz viele von euch mit dem B-Dur so ihre Probleme haben, weil es ein Barré, weil es so ein böser Barré-Griff ist, nehmen wir den B-Major 7. 3, 2, 1, 0. Das heißt, die A-Seite bleibt offen. Und hinterher noch den C-Dur zum Entspannen. Also, wir haben einen Takt, den G-Dur-Akkord. Und wir machen einfach... Dann haben wir einen halben Takt, zwei Schläge, den B-Major-Akkord. Und dann einen halben, den restlichen halben Takt von unseren Zweien, das C-Dur. Das wäre dann... Klingt aber noch ein bisschen oll. Deswegen nehmen wir das B-Dur mal auf die 4 und vor, die Punkrock-Attitüde, und geben auf die 3 und noch einen Bums dazu. Wäre so. Und damit das schön rund klingt am Ende, machen wir das C-Dur, einfach die Schläge 3 und 4, nochmal ordentlich 1 auf die 12. 2, 3, 4. Jetzt hatte ich gesagt, wir spielen jetzt nicht unbedingt offene Akkorde. Wenn wir das auf diese Akkordfolge anwenden, G-Dur, B irgendwas, C irgendwas, dann könnten wir zum Beispiel auch genauso gut einfach den G-Dur-Akkord so spielen und jetzt einfach, in Anführungsstrichen, drei Bünde weiterrutschen auf den fünften Bund. Dann haben wir sowas Ähnliches wie einen B-Akkord und dann nochmal zwei Bünde weiter in den siebten Bund. Dann haben wir ein C-Dur, ein Astreines. Wenn ich jetzt die ganze Phrase spiele, dann klingt sie folgendermaßen. Jetzt habe ich bis hierhin clean gespielt. Mein Verstärker ist nicht unbedingt in dem Sinne clean eingestellt. Das heißt, selbst wenn ich keine Verzerrung anhabe, dann klingt er schon so leicht angebrutzelt, was ja ganz schick ist. Jetzt spiele ich mal beide Akkordfolgen hintereinander mit einer leichten Verzerrung. Habe ich hier vorbereitet. Durch die Verzerrung wird es natürlich ein bisschen unsauberer, es wird dreckiger. Spätestens wenn ich jetzt die Rockverzerrung anmache, die Ratte, dann werdet ihr merken,
hört schon nicht mehr so viel raus. Es ist eigentlich mehr Krach als Musik. Und wenn ich jetzt das Fasspedal anmache, dann ist Schluss mit lustig. 2, 3, 4. Klingt zwar irgendwie auch auf seine Weise geil, aber von dem, was ich da eigentlich spiele, hört man nicht mehr viel. Es ist alles ein Schlamm geworden. Was wir brauchen, ist weniger. Und der Trick an der Rockmusik ist jetzt, dass wir in vielen Fällen gar nicht Akkorde spielen, sondern nur einzelne Töne. Wenn ich jetzt beispielsweise mal den Ton G, das wäre die offene G-Seite, dann das B, das ist der dritte Bund der G-Seite. Und das C, der fünfte Bund. Wenn ich das jetzt einfach mal spiele, dann klingt das clean folgendermaßen. Denkt ihr da wahrscheinlich. Jetzt machen wir das fiese Gebrutzel dazu an. Das kommt doch schon richtig geil. Kurz, wir reduzieren unsere Harmonik auf Grundtöne. Deswegen ist es manchmal auch so schwierig zu sagen, ob irgendetwas im Rock Dur oder Moll ist, weil es diese Definition gar nicht gibt. In dem Moment, wo wir einzelne Töne spielen, sind es eben einzelne Töne und dann sagen wir dazu, es ist ein Riff. So wie wir im Cleanen einen Rhythmus haben und einen Akkord, haben wir eben im Verzerrten ein Riff. Das klingt fetter, obwohl es weniger ist. Jetzt nehmen wir einfach mal die drei Töne, die wir da hatten, und dünnen die ganze Sache noch ein bisschen aus. Könnten wir so machen, dass wir nur noch die Akzente, die wir vorhin gespielt haben, als Ton spielen und den Rest einfach weglassen. Jetzt habe ich clean gespielt. Hatte ich in einer der vorigen Videos schon gesagt, die Verzerrung macht jedes leise Geräusch sehr laut. Deswegen ist es gerade, wenn ihr solche Riffs oder einzelne Töne spielt, sehr, sehr, sehr wichtig, dass ihr darauf achtet, die Saiten, die ihr nicht braucht, festzuhalten. In dem Fall habe ich das mit meinem Mittel- und Ringfinger gemacht. Deswegen rutsche ich auch mit dem Zeigefinger nach oben, anstatt mir es mit dem Greifen ein bisschen einfacher zu machen, weil ich dann weiterhin die Saite festhalten kann. Würde ich das offen lassen und nur die drei Töne spielen, dann besteht die Gefahr, dass ich versehentlich die C-Saite mitspiele. Und was auf jeden Fall passiert ist, dass die anderen Saiten von dem Ton angeregt werden. Wenn ich nur den einen Ton spiele, ihr merkt, da schwimmt noch was nach. Ist sehr leise. Jetzt mache ich mal eine Verzerrung an und dann werdet ihr merken, was das macht. Das ist richtig deutlich zu hören. Wenn ich jetzt nicht darauf achte, dass alle Saiten, die ich nicht brauche, richtig tot sind, dann entsteht Schlamm. Das wollen wir nicht haben. Dennoch, wir machen die fiese Verzerrung an und spielen dieses Riff ein paar Mal. Und ihr guckt mal, dass ihr das sauber hinkriegt, dass die Töne aufhören, wann sie aufhören sollen. Und vor allen Dingen, dass eben keine Töne klingen, die nicht klingen sollen. 2, 3, 4. Thank you.
So in etwa. Und es steht ihm ja nichts im Wege, das immer im Wechsel zwischen cleanem Sound und Riff zu machen. Dann hat man eigentlich schon fast einen fertigen Song. Obacht, das klänge dann so. One, two, three, four. Ja, macht euch ein Bier auf, setzt euch unter einen Baum oder unter einen Stromverteiler, denn den braucht ihr ja, den Strom. Und dann spielt ihr das einfach mal 2 Stunden, bis der Nachbar mit dem Besen an die Wand klopft. Yay! In diesem Sinne hoffe ich, das Video hat euch ein bisschen weitergebracht zum Thema Rock-Ukulele. Wird bestimmt noch ein weiteres Video zu dem Thema geben. Wenn ihr das haben wollt, dann abonniert ihr einfach meinen Kanal oder ihr lasst ein Like da. Oder ihr sagt es Hasi, Mausi und dem Kanari weiter, dass sie meinen Kanal auch liken sollen, bitte. Kanäle liked man nicht, ne? Egal. Tschüss, bis die Tage. Oder so.